Tourist in der Falle. Hallo, Pocoyo. Hi. Herrlicher Tag, nicht wahr? Pocoyo, dieser kleine Marsmensch möchte ein Foto von dir machen. Sehr schöne Blumen, Pato. Dein Garten scheint ein paar Bewunderer zu haben. Sehr lebensecht. Wie geht es mit den Ballettstunden, Ellie? Ja, Dehnübungen sind ausgesprochen wichtig. Es scheint, du hast einige neue Fans. Wir haben heute ziemlich viele Marsmenschen gesehen, oder? Sie wollen ein Selfie mit einem Sandwich machen. Sieh dich vor, Nina! Es ist an der Zeit, dass die grünen Marsmenschen auf ihren Planeten zurückkehren. Er dankt euch für alles.
Ihr sagt, ihr hattet alle eine tolle Zeit? Nun, das ist großartig. Ellie sagt, ihr könnt jederzeit wieder zu Besuch kommen. Aber vielleicht nicht wieder alle auf einmal. Warte! Ah, ja, stimmt. Du willst ihnen noch etwas Reiseproviant mitgeben. Wie aufmerksam, Pocoyo. Tschüss und allen eine gute Reise. Hallo Pocoyo, hallo Ellie und Baby Peeps. Hallo. Was seht ihr euch denn da an? Ah, Fotos. Sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Baby Peeps, wer hat denn das Foto da gemacht? Ja, Pato, natürlich. Du hast diese schönen Bilder gemacht. Na, dann will ich nicht weiter stören. Du bist ja sehr beschäftigt. Wie ich sehe. Ah, Pato will noch mehr Fotos zeigen. Was ist da wohl drauf zu sehen? Oh, Blumen. Was für eine Überraschung. Pato hat noch viel mehr Blumenfotos, die ihr euch unbedingt ansehen müsst. Noch viel mehr Blumenfotos. Ja. Nicht mehr. Vielleicht kannst du mal ein paar Fotos von etwas anderem machen, Pato. Von etwas, das nicht ganz so blumig ist. Kann vielleicht einer von euch sagen, wen oder was Pato noch fotografieren könnte? Deine Freunde! Pocoyo, Ellie und Baby Peeps. Genau, seine Freunde. Gute Idee. Und schon ist alles bereit? Oje, ihr seht ja alle so ernst aus. Kann vielleicht einer von euch unseren Freunden sagen, wie das ein netteres Foto werden kann? Lächeln! Lächeln! Na ganz genau! Also lächeln! Schnell, Pato, komm auch ins Bild! Und so bleiben! Schön stillstehen! Oh, gleich macht das Klick! Es ist nicht ganz so perfekt geworden, wie du dir das vorgestellt hast, Pato, hm? Na, beruhige dich wieder, Pato. Wir wissen alle, dieses Foto ist nicht so gut gelungen. Aber vielleicht versuchst du es noch einmal? Na, das ist doch perfekt, hä? Oh nein. Ellie hat noch etwas vergessen. Parfum? Natürlich, man möchte ja auf so einem Foto so gut wie möglich duften. Fertig? Oh je. Ja, Pato, Ellies Parfum hat ihr so sehr in der Nase gekitzelt, da musste sie einfach niesen. Du versuchst es doch noch einmal, ja? Das machst du richtig, Pato. Nur nicht aufgeben. Ha ha ha.
Es sieht ganz so aus, als ob deine Freunde Spaß daran hatten, hinter deinem Rücken Grimassen zu schneiden, Pato. Ja, Pato findet die Bilder leider gar nicht so toll. Oh nein. Aha, ja dann. Das geht wohl besser. Keiner da, der etwas durcheinander bringen kann. Der arme Pato. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, das wird doch ein herrliches Foto. Nein, nicht? Hier, ein anderes. Noch eins? Nein, wieder nicht. Hoi, was das für ein wunderbares Foto wird, oder? Mhm. Wahrscheinlich habt ihr drei einen Scherz zu viel gemacht. Wie kann man Pato am besten zeigen, dass seine Fotos wirklich gut sind? Ein roter Teppich? Da muss etwas ganz Besonderes stattfinden. Willst du nicht mal nachsehen, Pato? Eine Fotoausstellung. Ach, was für schöne Bilder. Sieh dir das mal an. Blumen und Freunde. Oh, das ist aber erstaunlich. Ja, Pato, das ist ein großartiges Bild und du hast es gemacht. Was meint ihr? Ob Patos Fotos seinen Freunden gefallen? Ja, ja, die Fotos gefallen. Und wie? Bravo, Pato, und fotografiere noch viel, viel mehr. Macht's gut, ihr alle. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Nanu, was hast du denn da in deiner Hand? Kamera. Oh, was für eine schöne Kamera. Ganz fabelhaft. Pocoyo, was kannst du mit deiner tollen Kamera noch fotografieren? Es muss doch hier noch irgendetwas geben, das du fotografieren kannst. Etwas gefunden. Weiß vielleicht einer von euch, was Pocoyo fotografieren will? Apfel! Das ist ein Apfel. Genau, ein Apfel. Und das ist wirklich etwas sehr Schönes zum Fotografieren. Apfel! Kamera? Stimmt, Pocoyo. Die Kamera ist weg. Ich möchte nur wissen, wohin sie verschwunden ist. Foto?
Richtig, Pocoyo. Ein Foto von einem rosa Bein. Weißt du, was ich denke? Ich denke, das ist ein Hinweis, und zwar von dem, der die Kamera genommen hat. Wenn wir erraten, wer das Foto gemacht hat, dann wissen wir auch, wer die Kamera hat. Wenn ich nur wüsste, wem dieses rosarote Bein gehört, Pocoyo. Lula! Da ist sie schon. Hallo, Lula. Hihi. Guter Hund, Lula. Was meinst du, Pocoyo? Ist das derselbe Fuß? Was denkt ihr? Ist das derselbe Fuß? Nein! Nein, genau das meine ich auch. Das ist wirklich ein schwieriges Rätsel. Pocoyo, sieh mal dort. Da ist ja noch ein Foto. Sieh dir das mal an. Wirklich sehr interessant. Räder. Ja, das sind Räder. Richtig. Aber ich frage mich, wer... Pato! Gut aufgepasst, Pocoyo. Dort fährt Pato auf seinem Skateboard. Räder? Was meinst du, Pocoyo? Sind das dieselben Räder? Wie ist es mit euch? Glaubt ihr, dass das dieselben Räder sind? Nein, das sind nicht dieselben. Oje. Also, Lula hat die Kamera nicht und Pato hat sie auch nicht. Rucksack. Blauer Rucksack. Oh ja, genau. Und ich glaube, ich habe so einen blauen Rucksack schon einmal irgendwo gesehen. Erinnerst du dich, wer so einen blauen Rucksack wie diesen hat? Nur nicht aufgeben, Pocoyo. Vielleicht bekommen wir es heraus, wenn wir uns die Fotos noch einmal ganz genau anschauen. Sieh mal, ein rosa Bein, ein Roller und ein blauer Rucksack. Wen kennen wir, der ein rosa Bein hat, Roller fährt und einen blauen Rucksack trägt? Könnt ihr Pocoyo helfen? Was denkt ihr? Wer von Pocoyos Freunden hat die Kamera? Elli! Elli! Ja, richtig, du hast völlig recht. Ich glaube, Elli hat uns die Hinweise gegeben und sie hat die Kamera. Lass sie uns suchen. Elli! Gut gemacht, Pocoyo. Du hast herausbekommen, wer die Kamera genommen hat. Was für ein Glück. Pocoyo, Elli wollte doch nur spielen. Ja, und jetzt ein Foto von allen gemeinsam. Gute Idee. Alle lächeln? Na, das ist ja ein tolles Foto geworden. Macht's gut! Bis bald! Ist harte Arbeit. Hallo, Pocoyo. Rockst du auf deiner Gitarre? Thank you.
Cool! Das ist eine echte Rockband. Okay, lass uns ein Foto von der Band machen. Wer ist der Bandleader? Das perfekte Foto der Band. Gut gemacht, Ellie. So wird jeder wissen, dass du ein Konzert gibst. Oh, Nina hilft auch mit. Gute Arbeit, Pocoyo. Der Abend der großen Show. Es ist total ausverkauft. Nun, einen Fan hast du wenigstens noch. Das ist viel besser. Das ist echter Rock'n'Roll, Baby. Bis demnächst. Was machst du denn da? Das ist ja wunderbar, Pocoyo. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da gemalt hat? Das ist ein Fisch. Ein Bild von einem Fisch. Ganz genau. Das ist ein Fisch. Ein grüner Fisch. Und was für ein wunderschöner grüner Fisch das ist. Was willst du jetzt machen, Pocoyo? Mehr Fisch.
Oh, wie wär's, wenn du malst, wo der Fisch wohnt? Hallo, Pato. Kannst du erkennen, was Pocoyo da malt? Stimmt was nicht, Pato? Seht euch das an. Habt ihr auch erkannt, wo dieser Fisch ist? Er ist im Himmel! Ja, ja, er ist im Himmel. Wie fantasievoll, Pocoyo. Ich glaube, Pato hat noch nie einen Fisch gesehen, der im Himmel wohnt. Das muss ein Vogelfisch sein. Nein, ein Fischvogel. Oder ein Fiegel. Oder ein Frosch. Oder... schon gut. Was willst du denn als nächstes malen, Pocoyo? Ein schmucker, blauer Fisch. Der ist wirklich schön, Pocoyo. Aber jetzt, wer kommt denn jetzt wohl? Elli! Ich glaube, Pocoyo will dich überraschen, Elli. Nun seht euch das an. Könnt ihr sagen, wo dieser Fisch wohnt? In den Bäumen. Also das ist fantastisch, Pocoyo. Schaut mal, was dieser Fisch da macht. Er schwingt sich von Baum zu Baum fast wie ein Affe. Was? Oje. Elli hat wahrscheinlich noch nie einen Fisch gesehen, der in den Bäumen wohnt. Ein neues Bild. Du willst uns noch ein Bild malen, Pocoyo? Jetzt bin ich aber gespannt, was es diesmal wird. Das macht wirklich Spaß. Oh, was für ein wunderbarer roter Fisch. Jetzt möchte ich aber wissen, wo dieser rote Fisch wohl wohnt. Ah, seht nur, seht euch das an. Wisst ihr, wo dieser nette rote Fisch wohnt? Im Meer. Im Wasser. Richtig, im Wasser. Tief im Meer. Oh ja, ich denke, auf diesem Bild kann man sehen, wo die Fische wirklich wohnen. Hä? Was? Du meine Güte! Hey, Elli. Pato, wisst ihr was? Pocoyo hat die Bilder für euch gemalt. Es macht alles viel mehr Spaß, wenn ihr eure Fantasie benutzt. Was ist das? Ein Geschenk? Für uns alle? Oh, danke, Pocoyo. Das ist aber lieb von dir. Oh, das sind wunderschöne Bilder. Danke, Pocoyo.
Macht's gut. Bis bald. You took a perfect photo. Pocoyos Pferd. Na, hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da Schönes? Buch. Oh ja, ein wunderbares Bilderbuch. Ja, richtig. Das ist ein Ball. Sehr gut. Fisch. Wieder richtig. Das ist ein Fisch. Baum. Genau, ein Baum. Ausgezeichnet. Das kannst du sehr gut, Pocoyo. Na? Was ist das? Oh, Pocoyo, du weißt nicht, was das ist. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es galoppiert und macht... Kann vielleicht jemand von euch, Pocoyo, sagen, was da auf dem Bild zu sehen ist? Ein Pferd! Auf dem Bild ist ein Pferd! Du weißt nicht, was ein Pferd ist? Nun denn, Pferde sind große Tiere, sie fressen Gras und sie machen, wie gesagt, so... Sie rennen sehr schnell, so schnell wie Autos. Pferde sind unheimlich kräftige und atemberaubend schöne Tiere. Und die Menschen reiten sogar auf ihnen. Kannst du dir das vorstellen? Du selbst auf einem Pferd? Das wär was. Pocoyo. Pferd. Pferd, 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 Pferd. Da sind Elli und Pato. Sag hallo, Pocoyo. Pferd, 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 Pocoyo. Pferd, 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 Pferd. Pocoyo will Pferd, Pferd, Pferd. Ich fürchte, dass Pocoyo unbedingt ein Pferd haben will. Ihr habt nicht zufällig eins hier, oder? Pocoyo, sie können dir nicht helfen. Sie haben nun mal kein Pferd. Setzen. Gucken. Pferd, Pferd, Pferd. Suchen. Pferd, 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 Pferd. Genau, Baby Pieps. Pocoyo will jetzt nur Pferde zeichnen. Pferde und nichts anderes. Pferd. 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 Ui. Vier Beine. Könnt ihr Pocoyo sagen, ob das wirklich ein Pferd ist? Nein, das ist ein Hund. Das ist Lola. Pferd, 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 Pferd. Pocoyo, du musst damit aufhören. Es gibt hier keine Pferde. Also wenn es nach mir gehen würde, hättest du schon lange ein Pferd. Ach, was sage ich? 100 Pferde, sie wären überall. Du wärst gar nicht zu sehen vor lauter Pferden. Aber du bist hier in der Pocoyo-Welt. Da gibt es keine Pferde. Pferd! Hut. Wozu brauchst du den Hut? Pferd!
verstehe. Damit du noch lauter nach einem Pferd schreien kannst. Oh je, ich fürchte, er hat mich nicht verstanden. Oh je, was können wir nur dagegen tun? Ist dir etwas eingefallen, Ellie? Pferd! Was war denn das? Oh, irgendjemand hat ein Pferd für dich gemacht. Könnt ihr Pocoyo sagen, wer dieses wunderschöne Pferd für ihn gebastelt hat? Pato und Ellie. Genau, Pato und Ellie. Pocoyo, warte. Hast du das gehört? Das ist ein sehr seltener Ton. Nein, das war kein Pferd. So hört sich ein Elefant an, der ganz traurig ist. Ellie wollte nur, dass du dich freust. Ich fürchte, du warst nicht sehr nett zu ihr. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Pato. Oh nein, fang nicht schon wieder mit dem Pferd an. Nein, Pocoyo will Ellie Pato Pferd. Wie wunderbar. Bravo, Pocoyo Reiter. Bravo, Ellie Pato Pferd. Hüa, hot aber auch. Macht's gut. Bis bald. Ferienzeit. Hallo, Pocoyo. Schön, dich zu sehen. Hi. Wo hast du die letzten Wochen über gesteckt? Oh, ich verstehe. Du warst in den Ferien. Ich wette, du kannst es nicht erwarten, deinen Freunden davon zu erzählen. Und hier ist Pato, auch zurück aus den Ferien. Wie schön. Du und Pocoyo werdet euch eine Menge zu erzählen haben. Und du auch, Ellie. Die Ferien sind für alle vorbei. Zeit für ein gemeinsames Treffen. Ah, endlich wieder zu Hause. Ah, es ist so schön, wieder zusammen zu sein. Ah, Ellie, sehr schön. Und Schlummerpieps auch. Nun, lasst uns hören, was jeder in den Ferien gemacht hat. Wer will anfangen? Vielleicht du, Pato? Oh, ein Ausflug an den Strand. Und du hast da eine Sandburg gebaut. Und dann bist du angeln gegangen. Was sagst du? Der Fisch war größer als das? Größer sogar als das? Noch größer? Unglaublich! Und jetzt Ellie. Ah, du hattest Spaß im Schnee, Ellie. Wir wollen alles hören. Du hast neue Freunde getroffen. Und ihr habt zusammen einen großen Schneemann gebaut. Oh, der ist aber groß. Und du hast Sprünge mit deinem Snowboard geübt. Wie cool ist das? Wie bitte? Was? Der Sprung war höher? So hoch? Du bist so weit gesprungen, da hattest du sogar Zeit zum Lesen. Und ein wenig Yoga üben. Und sogar Zeit, um mit Freunden einen Tee zu trinken. Nun, das ist unglaublich. Und es schaut so aus, als ob Pocoyo und Pato mir zustimmen.
Okay, okay, Elli. Jetzt erzähle deine Geschichte, Pocoyo. Du bist ins Weltall geflogen. Du bist an einigen erstaunlichen Planeten vorbeigeflogen. Ein Salatplanet. Das klingt sehr gesund. Und ein Erdbeerplanet. Lecker. Und dann kamst du an einen Planeten aus Kuchen und riesigen Süßigkeiten. Bist du da ganz sicher, Pocoyo? Du hattest eine Menge Spaß da, Pocoyo. Du hast den ganzen Planeten aufgegessen? Yeah! Aber war das wirklich so? Ich bin mir nicht sicher, dass die anderen dir deine Geschichte abnehmen, Pocoyo. Wie waren deine Ferien, Schlummerpieps? Was hast du so gemacht? Ah, das klingt nach den tollsten Ferien überhaupt. Das gehört mir. Super. Halt, halt! Müsst ihr denn alle über die Ferien streiten? Schließlich, es macht Spaß, die Ferienerlebnisse mit Freunden zu teilen. Selbst dann, wenn einiges an den Erlebnissen nicht ganz genauso passiert sein kann. Nein! Ah, komm schon, Pocoyo. Das Schönste an der Sache ist doch, dass ihr alle wieder zusammen Spaß habt. Jetzt aber los. Zeit zu spielen. Lass uns spielen. Und keine Lügengeschichten mehr. Tschüss. Freunde, tschüss. Pocoyo der Maler. Hallo, Pocoyo. Hallo. Warte mal einen Moment. Willst du jetzt ein Bild malen? Ach, wunderbar. Und, Pocoyo, was willst du uns denn heute malen? Freunde. Eine wirklich schöne Idee. Ein Bild von deinen Freunden. Wen malst du zuerst? Ist hier vielleicht jemand hier irgendwo? Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Wen soll er malen? Male Lula! Lula, eine glänzende Idee. Ich bin mir sicher, Lula ist das perfekte Modell. Nicht bewegen. Ah, das ist genau die richtige Farbe, um Lula zu malen. Nicht bewegen! Lula, Lula! Das macht doch nichts, Pocoyo. Du hast doch noch mehr Freunde. Dann malst du einfach einen anderen. Pocoyo!
Kokoyo malt Elli. Ah, ich bin begeistert. Elli, das sieht wirklich hervorragend aus. Elli! Bitte! Nicht bewegen! Elli! Elli! Nicht bewegen! Na, ich fürchte, Elli ist viel zu aufgeregt. Und nur, weil du sie malen willst, Pocoyo. Aber es muss doch einen geben, den du malen kannst. Pocoyo malt Pato. Das ist aber eine interessante Pose. Also das wird sicher ein außergewöhnliches Bild. Oh nein! Armer Pato. Dabei hat er sich so sehr bemüht, Pocoyo. Pocoyo? Wo willst du denn hin? Was ist los? Ah, verstehe. Du bist unglücklich, weil alles so schief gegangen ist. Pocoyo, lass uns doch mal einen Blick auf dein Bild werfen. Nein! Ach komm, Pocoyo. Nur einen ganz kurzen Blick. Nein! Vielleicht könnt ihr mir alle helfen. Bittet doch Pocoyo, dass er euch das Bild zeigt. Wenn ihr es wirklich ganz doll sehen wollt, dann zeigt er es uns vielleicht. Hm? Also los, bittet ihn einfach. Zeigt uns doch das Bild! Bitte! Aber das ist doch fantastisch, Pocoyo. Man sieht Orange für Lula, Rosa für Elli und da diese ganz erstaunliche Pato-Form, genau wie Pato. Schaut euch das an. Siehst du, Pocoyo? Du bist ein ganz fantastischer Maler. Und deine Freunde sind glücklich, so ein schönes Bild zu haben. Bravo, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Bildergalerie. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was macht denn Elli da mit dem Eimer? Ah, ich sehe schon. Das wird ein Bild. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art zu malen. Hey, was ist denn das? Affe? Du meinst, du hörst einen Affen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, ob das wirklich ein Affe ist? Das ist ein Affe. Nein, das ist Baby. Das ist richtig. Das ist kein Affe. Das ist Baby Pieps. Und sieh mal. Baby Pieps malt auch ein Bild. Großartig. Ach, und auch Fred malt ein Bild. Was willst du malen? Oh, du weißt es noch nicht. Ah ja. Pato, du malst kein Bild?
Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ich vermute, Pato möchte heute lieber kein Künstler sein. Aha, Zeit für die große Ausstellung. Da ist auch schon Baby Pieps mit den Häppchen. So lecker, 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 wie reizend. Oh, hier ist Ellis Bild. Wie findest du es, Pocoyo? Schön! Wunderbar! Ah, und das muss das Bild von Baby Pieps sein. Was hast du, Pocoyo? Du suchst nach Worten, um das Bild zu beschreiben? Ja, es ist irgendwie so lebhaft, so kraftvoll, dynamisch. Vorsicht, Baby Pieps! Baby Pieps nicht ganz so aufgeregt. Ah, und hier haben wir Freds ausgezeichnete Arbeit. Pocoyo möchte wissen, was das sein soll, Fred. Ja, verstehe. Ja, ja. Ja, natürlich. Er sagt, es sei eine Skizze. Oh. Hier ist das Bild von Schlummerpieps. Was hältst du davon? Ehrlich? Schön. Müde. Pato, du hast dich also doch noch entschlossen, ein Bild zu malen. Können wir sehen? Das hast du gemalt? Ich habe das. Gibt's noch mehr? Das ist toll! Das gibt's doch nicht! Das ist doch. Hast du noch mehr? Zeig sie uns, bitte, zeig sie uns! Das hast du alles gemalt. Das ist ja sensationell, einfach brillant. Kannst du uns vielleicht hier noch mal etwas malen? Ach komm, Pato, nun mach doch mal. Wir alle möchten zu gern sehen, wie du das machst. Stimmt's? Wollt ihr nicht auch sehen, wie Pato ein Bild malt? Ja, mal ein Bild, Pato. Du hast nicht das richtige Material hier. Ach, das ist doch kein Problem. Schon haben wir es. Eine schöne leere Leinwand. Du hast großen Durst. Na dann, hier ist etwas zu trinken. In Ordnung, Pato. Wir sind soweit. Überrasch uns. Oje. Pato, du hast diese Bilder gar nicht selbst gemalt, stimmt's? Egal. Wir machen jetzt Folgendes. Zuerst bringst du diese Bilder dorthin zurück, wo du sie hergenommen hast. Sehr gut. Und hier ist eine schöne leere Leinwand. Versuch es einfach. In Ordnung. Du magst es nicht, Bilder zu malen. Was magst du denn dann? Blumen! Du hast recht. Sie sind wunderschön. Warum malst du sie nicht? Nein, nicht. Aber du musst wirklich keine Angst haben. Sieh nur, Pocoyo hat schon eine herrliche Blume gezeichnet. Pato, du hast dich getraut. Du hast ein Bild gemalt. Und was für ein vortreffliches Bild. Das ist fantastisch, ohne Gleichen. Na, jetzt bist du doch froh, dass du es probiert hast. Hä? Pato, es tut so gut, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Macht's gut, bis bald. Erinnerungen. Hallo alle zusammen, was guckt ihr euch denn da an? Ah, Pocoyo hat einen Filmprojektor. Hallo, Pocoyo. Hallo. Und du willst uns einen Film zeigen? Was gibt es denn da zu sehen? Freunde. Einen Film über deine Freunde? Oh, großartig. Ich liebe Filme. Ich kann es gar nicht erwarten. Oh, das ist so aufregend.
jetzt da! Seht euch das an! Pocoyo! Das bist ja du, Pocoyo! Auf der großen Leinwand! Du siehst ja ganz komisch aus! Hm? Entschuldigung! Kommt noch mehr? Gut, ich bin ja schon ruhig. Ja. Nun sieh dir das an, Pocoyo! Wo ist er denn hin? Ah, da ist er ja wieder. Super, Pocoyo! Und das ist der Pocoyo-Tanz! Ja, seltsam. Ist denn in Pocoyos Film nur Pocoyo zu sehen? Also nein, ihr müsst euch doch nicht aufregen. Pato und Elli, bin sicher, ihr seid auch da drin. Ja, klar. Ja, da, siehst du, Pato? Das bist du. Und Elli. Das ist aber jetzt wirklich komisch, ist das. Ihr seht alle beide, wie ihr ausseht. Also, mal im Ernst, ihr seht beide ein bisschen blöd aus, oder? Hoppla. Seht euch das an. Pato, du siehst umwerfend komisch aus. Pato, guck dich an. Aber Pato, Angsthase bei der Nase. Das ist also wirklich sowas von... komisch. Das ist ja herrlich. Oh je. Könnt ihr Pocoyo sagen, ob Elli und Pato der Film gefallen hat? Nein, der hat ihnen nicht gefallen. Es scheint, als ob nicht alle so gelacht haben wie wir beide, Pocoyo. Aha, Elli, du hast ein paar Lieblingsszenen, die du uns zeigen willst. Das bist du, Elli. Oh, herrlich. Bist du nicht eine wunderbare Tänzerin, Elli? So anmutig, so wunderschön. Und eine super Rollerprinzessin bist du auch. Hoho, toll! Ja! Das war wunderbar. Elli, aber hast du nicht auch etwas auf deinem Film über deine Freunde? Na, dann wollen wir uns das mal ansehen. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Aber Pato ganz platt. Sieh nur, das ist... Schon wieder platt. Oh, was meint ihr? Gefällt Pato Ellis Film? Nein, der gefällt ihm nicht. Es sieht so aus, als will jetzt Pato uns ein paar seiner schönsten Momente zeigen. Ja. Sagenhaft. Oh, seht mal da. Ah ja, Pato sieht unheimlich elegant aus. Wie ein vornehmer Enterich. Pato ist schon ein toller Typ. Was für ein kurioser, gefiederter Kerl er ist. Pato auf dem Skateboard. Pato beim Papierfalten. Pato fliegt durch die Luft. Pato mit Bausteinen. Ach nein. Ich bin mir nicht so sicher, ob den anderen dieser Film gefällt, Pato. Immerzu nur du. Genau das habe ich befürchtet. Jetzt streiten sie sich. Oh je. Bitte mal alle. Halt! Was haben Babypieps und kleine Raupe wohl vor? Wir brauchen jetzt einen Film, der allen gefällt. Na los!
Los, Baby Pieps, kleine Raupe, zeigt uns euren Film. Seht, alle spielen miteinander. Ist das nicht der beste Film von allen? Ja! Ja, zusammen zu spielen, das ist am besten. Gut, wenn man Freunde hat. Macht's gut, bis bald.